Holy moly, ey. Corinna in der XYZ-Form finde ich hier jetzt aber sehr, sehr geil. Freunde, wir haben eine Sache gehabt. Wir haben gerade im Stream ein heftiges Opening gehabt. Und viele Leute wollten sehen, dass ich Waifu-Karten bewerte. Ihr kennt es ja. Im Pokémon TCG gibt es Fuller-Trainer-Karten, die eine andere Pose von Trainerkarten haben. Und ich sag mal so, Pokémon nutzt den Fanservice, den sie dort einsetzen können, sehr aus. Ich werde heute meine Meinung zu jeder weiblichen Trainer-Fuller-Karte abgeben. Diese Liste habe ich nicht erstellt, die wurde erstellt. Und das soll auch nicht primitiv oder ähnliches sein. Das geht hier eher um den Geschmack, den ich Form der Illustration habe, nicht der fiktiven Figur dort. Ich würde sagen, das ist ein witziges Opening. Fangen wir an. Es ist kein Opening. Das ist ein witziges Video. Dementsprechend fangen wir an. Let's go. Falls ihr mehr Tierlisten sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und was ich halt auch listen soll. Legen wir los. So, da haben wir The Ultimate Pokémon TCG Full Art Waifu Tierlist. Wir haben hier eine Liste S, A, B, C und F. F ist natürlich das Schlechteste, S ist das Beste. Das ist so im Mittelbereich. Und wir haben sehr viele Waifus. Ach du Heilige, Pokémon rastet ja komplett aus. Wirklich komplett. Ich würde sagen, ich gehe hier auf die Kategorien ein. Erstmal Design der Karte, Pose der Karte und halt allgemein, wie mich die Karte anspricht, sage ich mal. Das sind diese groben Punkte, wo ich sage, hey, das passt perfekt und darauf werden wir eingehen. Zum Beispiel haben wir hier Acerola, aka Lola. Die haben wir in drei Versionen. In Normal Full Art aus Nacht in Flammen. Die japanische gealterte Version, die ich sehr, sehr gut finde. Und dann haben wir die Mimikya mit Acerola drauf als Character Rare aus Welten im Wandel. Und wenn ich die Karten so sehe, die drei halt, ne, würde ich sagen, Acerola ist schönes Artwork, gefällt mir, aber ist halt jetzt nicht so krass wie diese hier. Diese hier ist sehr, sehr viel stärker und diese würde ich locker ans A-Tier packen, weil das ist schon, das ist sehr, sehr schönes Artwork. Spiegelt den Geistertyp sehr gut wieder und gleichzeitig ist halt einfach ein schönes Artwork. Mag ich wirklich. Die hier würde ich sagen, die ist solide. Solide, aber halt auch nicht schlecht. Ist halt so im Mittelfeld. Und das hier, das ist halt auch eine verdammt schicke Karte. Den hier aber halt auch, den hier würde ich hier hinpacken, auch ins A-Tier. Ist es für mich nicht so ein Goat-Tier? Das ist ja wirklich das Greatest of all time. Was habe ich denn geschrieben? Ghost-Tier. Geister, ja. Geister! Goat, das ist nette Frau. Gutes Artwork. Das hier ist so, geht besser. Es ist Knast. Oh, wenn ich da die falsche reinpacke, ist auf jeden Fall Knast. Wenn wir das hier angucken, Aether Foundation, sind halt einfach zwei Dödel, die da sind, finde ich jetzt nicht besonders geil. Das ist halt so, ja, geht besser. Also ich finde die okay, die Karte, ne? Also er ist ein bisschen so, hehe, und er sieht so ein bisschen so, haha, ich bin die Aether Foundation. Aber ist halt nicht so ein Artwork, wo ich jetzt sage, ist geil, wisst ihr? Ich glaube, das würde ich sogar fast in Meh reinpacken, oder? Ist es Meh? Ist es eher Meh, ne? Irgendwie sagt mir das gar nichts, diese Artwork. Das ist halt wirklich so, ne. Brudi, was habt ihr euch da gedacht? Ich weiß es nicht. Wir haben hier Bay, die hat den Namen nicht umsonst, sag ich mal. Und die kann treten und die ganze Feuerelement und allem, was dazugehört. Mir ist die Pose ein bisschen zu statisch, muss ich fast sagen. Also hätte noch ein bisschen mit mehr Effekten sein können, obwohl hier schon viele Effekte sind. Aber ich finde, das ist ein sehr cooles Artwork. Das ist ein super solides Artwork. Gefällt mir. Finde ich sogar besser als das normale Acerola, aka Lola Artwork. Also da, geh nach hin. Okay, Beauty. Beauty, die zwingen uns zu und steht vor einem Fenster. Finde ich leider auch nicht so geil. Aber ich würde eher sagen, geht besser. Ist ganz nett. Auf jeden Fall besser, finde ich, als die Aether Foundation. Aber ist eher so ein schlechteres, geht besser. Mit dem Charakter kann man halt auch nicht viel anfangen. Das ist halt einfach eine Trainerin und ja, I don't know. Hier haben wir jetzt einen sehr witzigen Fall bei der nächsten Karte. Super Sandro und... Ist das Super Sandro und Sabrina? Ich glaube, es ist Super Sandro und Sabrina. Ist ganz cool. Würde ich auch bei guter Alux hinpacken. Ja, Super Sandro, super dynamisch. Die Frau da hinten, die so ein bisschen... Aha, Sandro, was tust du? Brother. Also er in seinem Kostüm aus Poké Hollywood oder wie das heißt, aus Schwarz und Weiß 2, glaube ich, war es. Mega cool. Belle ist halt auch ein super solides Artwork. Würde ich aber nicht hier reinpacken, würde ich aber... Doch. Belle finde ich ein schönes Artwork. Das ist eine Fuller Trainerin, wo ich sage, die kann man sammeln. Das ist ein schönes Artwork. Also, Belle aka Bianca, ich glaube, das ist schön. Heurika. Heurika sind nicht so mein Fall. Heurika ist, weiß ich nicht. Das ist halt auch vom Artstyle, wenn wir das so sehen und dann die sieht halt sehr anime-lastig aus. Also, das ist halt ein klassischer, yo, wir versuchen den Geschmack oder halt, eher gesagt, den Artwork des Animes 1:1 nachzusetzen. Deswegen finde ich die halt nicht so cool. Weiß ich nicht. Heurika finde ich nicht so cool. Okay, kommen wir zur nächsten. Bridget. Oh, verliebt. Verdammte Bridget. Was ist da denn passiert, Alter? Ich weiß, was Pokémon hatte, aber Bridget. Ich finde das Artwork richtig stark. Das ist ein super starkes Artwork.
Also abgesehen jetzt davon, dass sie hier auch ein bisschen Haut zeigt halt, ne? Das muss man an der Stelle einfach sagen, weil man es sieht. Aber ich finde das Artwork super, super gut. Also da Pokémon echt gut Job gemacht. Einfach die Professorin von der 4. Generation war es, glaube ich, die mehr oder weniger ermöglicht hat, diese Tauschsache zu machen. Ich würde ehrlich sagen, das ist eine Karte, die ich verdammt schön finde. Also, hands down. Die Pose gefällt mir, ihr Gesicht, also ihre Emotionen, ihre Mimik, die sie ausstrahlt, der Hintergrund passt, perfekt, ähnlich wie hier. Und weil sie halt noch gleichzeitig diesen Bonus hat, sage ich mal, ist es schon Go-Tier. Ich finde, Bridget ist verdammt schön. Wenn ich die daneben stelle, ist Bridget definitiv schöner als diese hier. Wie gesagt, jetzt abgesehen von den Reizen halt, die man natürlich da klar sehen kann, weil Pokémon darauf zielt, ist es, finde ich, eine verdammt schöne Karte. Brauchen wir nichts drüber sagen. Cynthia! In dreifacher Ausführung jetzt. Okay, verborgenes Schicksal und Welten im Wandel. Das kann jetzt schwer werden. Ultra Prisma ist schon ein Meisterwerk, definitiv. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Artwork für Cynthia sehr, sehr viel besser finde und auf jeden Fall ins Go-Tier packen würde. So eine geile Pose, extrem heftig. Das ist cool, da sind ein paar Pokémon drauf, aber da passiert halt nicht so viel. Das ist Dynamik, Alter. Wenn Cynthia dir so sagt, Bruder, mach den Haushalt, dann machst du den Haushalt. Extrem schöne Karte und finde ich mit auch ein absolutes Go-Tier. Die Karte ist, ich weiß, es sind zwei Waifus, die jeder mag, ne? Katlea und Cynthia. Aber ich finde die tatsächlich nicht so cool. Hatet mich in den Kommentaren. Ich finde die nicht so cool. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht der größte Fan von diesen Tag-Team-Karten, weil ich finde es besser, einen Charakter zur Schau zu stellen, in Kombination mit Pokémon, als zwei. Zwei sind mir ein bisschen zu viel. Plinfa! Absolutes Meisterwerk. Finde ich verdammt cool. Lucia, Plinfa, kennt man aus dem Anime. Verdammt cool damals gewesen in den ganzen Wettbewerben und sowas. Finde ich nice, ja auch dargestellt. Extrem cool. Astrainer und Magnalien ist, finde ich, so solide. Geht besser. Aber auf jeden Fall, Besseres geht besser. Janza finde ich halt auf jeden Fall besser als Petrafakt und der. Kommen wir zu einem absolut underrateden Charakter. Ich habe es gerettet. Ich wollte irgendwie Karte oder sonst was sagen. Erika mit dem Schirm. Wo glaubt ihr, würde ich diese Karte einstufen? Was glaubt ihr? Aus Tag Team Allstars. Absolutes Go-Tier. Das ist so eine schöne Karte einfach. Also wirklich. Erika ist so eine schöne Karte. Voila, da oben ist eine so... Oh, guck mal da rechts, Memo. Kotel und Flavia, auch in meinen Augen, ein sehr, sehr starkes Artwork. Vielleicht noch nicht im Meisterwerk hier, aber ein sehr, sehr gutes Artwork. Green, boom, brauchen wir auch nicht drüber reden. Absolutes Go-Tier. Diese Artworks, ich habe den Illustrator auf Twitter gefolgt, der hat so schöne Illustrationen. Also von Red, Blue und Green, die sind alle gigantisch. Also verdammt, verdammt stark. Das ist, finde ich, ein solides Artwork. Die mag ich, aber ist jetzt halt auch nichts Besonderes. Ist, wie ihr sehen könnt, die sind alle sehr statisch hier. Also sagen mir leider nicht so viel. Hapu. Bin ich absolut kein Freund von. Weiß ich nicht. Gefällt mir absolut nicht. Hapu, die habe ich so oft gezogen, die Karte aus Tag Team Allstars, dass ich sie absolut nicht mehr sehen will und absolut nicht mehr sehen kann. Team Rocket. Diese Karte ist ein absolutes Goat-Card-Design. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte fühlt, aber Jesse James mit Mauzi so schön illustriert. Absolut genial. Also, das ist so schön mit dem Rocket-Zeichen und allem, was dazugehört. Ich brauche da echt nichts drüber sagen. Iris. Ist ein sehr solides Artwork. Ich mag die ganzen Sparkles und Rainbows im Hintergrund. Ich habe die Karte damals gezogen. War ein bisschen sad damals, dass ich die Karte gezogen habe. Und die Karte ist jetzt einfach über 100 Euro wert, fast in dem soliden Status, in dem ich sie gezogen habe. Extrem, extrem gut. Damals in einem Pack-Bingo. Und Team Rocket. Wenn die Karte nicht so häufig gezogen werden könnte, wäre die Karte tatsächlich halt auch super geil. Ich finde, das ist echt ein schönes Artwork. Wie die hier komplett zerrauft sind. Extrem, extrem cool. Kommen wir zu der Dame. Die Golferin aus Sonne Mond. Ich bin am Schwanken. Aber ich glaube, sie findet hier einen guten Platz beim guten Artwork. Ich glaube, die hat hier beim guten Artwork einen sehr soliden Platz. Schöne Pose mit dem Golfplatz im Hintergrund, mit den Federn. Sehr nice Details. Holy moly, ey. Corinna? In der XYZ-Form. Ich habe es hier ein bisschen bemängelt mit dem Anime-Look bei Heureka. Finde ich hier jetzt aber sehr, sehr geil. FBI, open up! Holy, ist das ein geiles Artwork. Das ist so eine schöne Fuller-Trainer-Karte. Habe ich niemals mit gerechnet. Ich finde die extrem cool. Ich finde die extrem, extrem cool. Die ist cool, aber halt für mich halt auch nur ein gutes Artwork. Beziehungsweise fast Meisterwerk. Doch. Ja, doch, kann bei gutes Artwork rein. Meisterwerk ist es nicht. Es ist eine schöne Karte, wie sie hier bladet und sonst was. Aber das Ding ist absolutes Go-Tier. Absolutes Go-Tier. Auch wenn sie hier schön illustriert aussieht, sage ich mal. Aber das Artwork sieht halt von der Emotion her sehr krass aus. Lily, 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 Lily.
Viele von euch lieben Lily, das weiß ich. Lily ist für mich ein Charakter, wo ich sage, ist cool, aber ich bin noch nicht von jeder Lily-Karte überzeugt. Ich gebe euch den Schnelldurchlauf. Lily Normal, solides Artwork, aber mehr halt auch nicht. Gutes Artwork. Lily Ultra Prisma, sehr, sehr viel schöner. Sehr, sehr viel besser. Also das ist eine schöne Illustration, gefällt mir. Mit den Farben, mit den Sparkles, mit ihrem Gesicht. Diese Lily, ich weiß nicht, was die Leute an Welten im Wandel Lily haben. Ich finde die absolut meh. Ich werde mir hier Feinde machen, aber ich finde dieses Lily-Artwork verdammt, verdammt hässlich. Also wenn ich das Lily-Artwork sehe und das Lily-Artwork hier sehe, was absolut ins Goat hier kommt und fast sogar hier nach ganz, ganz vorne geht. Es kommen noch andere Karten, aber die Karte geht jetzt hier erstmal ganz nach vorne. Das ist so eine schöne Lily-Karte. Wenn nicht sogar die schönste Lily-Karte, die es jemals gegeben hat. Also abgesehen halt auch von den Normal-Cards. Das ist so eine verdammt schöne Karte. Mit ihrem Hut, mit ihrem Pony, mit ihrem Gesichtsausdruck, mit dem Hintergrund, mit den Farben. Bombastische Karte. Bombastische Karte. Mehr will ich dazu nicht sagen. Samantha. Ne. Samantha in der Tentakelform. Ist okay. Ist okay. Jetzt haben wir Marnie. Jetzt mache ich mir noch mehr Feinde. Ich sehe es schon. Wir haben die Goff Marnie, wo ich sagen muss, das ist eine verdammt schöne Karte. Goff Marnie gefällt mir. Wir haben die Marnie. Finde ich, to be honest, schwächer. Halt, stopp, Dario. Du willst mir ernsthaft sagen, dass Marnie nur eine B ist? Das lasse ich nicht durchgehen. Marnie ist und bleibt es King. Ist ein gutes Artwork und dann sehr vorderster Front zu sehen, aber die ist sehr, sehr viel schöner als die, finde ich. Dann haben wir die Marnie, die ist, finde ich, aber auch sehr solide. Solides Artwork. Misty und Lorelei, to be honest, mit einer der schöneren Misty-Artworks, wenn ich die hier so sehe. Die sieht mir so ein bisschen aus, weiß ich nicht, der Stil gefällt mir nicht. Die hier ist okay, definitiv ein gutes Artwork, aber die hier ist ein definitives Meisterwerk mit Lorelei. Das ist ein schönes Artwork, mit zwei Pokeballs, mit den zwei Girls, schöner Hintergrund, sticht heraus, extrem cool, extrem cool. Auch Nessa. Ich bin großer Nessa-Fan, aber ich finde das Artwork von Nessa, da geht auf jeden Fall mehr. Nessa muss auf jeden Fall ein besseres Artwork bekommen. Die hier kommt auch in das Tier rein. Jetzt geht es gerade ein bisschen schneller, muss ich sagen. Mailer. Mailer gefällt mir. Das ist ein schönes Artwork. Die Farbe, die Pose ist ganz cool. Papella. Ich möchte keine Grannys haten. Omas sind süß. Schönes Artwork, wie sie im Rampenlicht steht. Ich würde auch sagen, ein gutes geht so. Aber halt nicht höher als diese Karten. Fran finde ich irgendwie nicht so geil. Pokekid bin ich auch absolut kein Fan von. Der Hintergrund ist ganz cool, da kann es ruhig ein bisschen höher. Aber an sich finde ich Pokekid halt so. Es ist so, irgendwie gefällt mir das Artwork gar nicht. Weiß ich nicht. Da ist die Pokémon-Züchterin sehr, sehr viel besser und die ist halt auch nicht so cool. Struktur der Karte sehr nice, aber irgendwie halt auch so nichts aussagend. Vielleicht sogar hier ein gutes Artwork. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Pokécenter Lady sieht, finde ich, auf dem Artwork aus wie ein Alien. Finde ich sehr weird. Tut mir leid, ich finde die gar nicht ansprechend. Da ist die hier sehr, sehr viel besser, auch wenn die nicht so gut ist. Bin ich auch leider kein Fan von. Pokémon Fanclub ist ganz drollig, aber da finde ich dieses Artwork hier sehr, sehr viel besser. Kommt irgendwo hier rein und das ist leider auch nicht so geil. Die Ranger finde ich sehr cool. Ranger finde ich cool. Ranger würde ich cool finden. Die Pokémon-Züchter sind eher so gut. Juniper. Juniper ist ein schönes Artwork. Hands down. Das ist echt ein schönes Artwork von Juniper. Das mag ich. Professors Research ist vom Artwork her, ist jetzt nicht die Waifu-Waifu, aber ist vom Hintergrund her auf jeden Fall ein Contender für eine gute Karte. Und jetzt haben wir die Frau hier. Ich weiß, dass viele von euch Roxy lieben. Und ich würde auch sagen, dass Roxy ein schönes Artwork hat. Roxy, Protagonistin Schwarz und Weiß 2, extrem spielstark, extrem wertvoll. Ich habe die Present damals bei Pack Battle abgezogen oder Pack Bingo. Deswegen für mich halt auch eine Karte mit der Geschichte noch. Ist schon nice. Ich finde das Mika-Artwork, ich bin ehrlich mit euch, leider nicht so geil. Dieses Mika-Artwork dagegen ist absolut Go-Tier. Also wer sich diesen Artstyle ausgedacht hat, aus Weiß, Schwarz und Lila, gibt dem Mann einen Orden und lasst den komplette Charaktere mit diesem Design mache. Das ist absolut, absolut schön. Also da höher als das. Höher als das. Sau stark. Geraldine! Wir haben hier eine Version. Da dachte sich Pokémon noch, hey, wie wäre es, wenn wir die Trainerin darstellen, die irgendwie 10 Jahre alt ist. Und dann hat sich Pokémon gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir den Trainer einfach mal keine Ahnung was geben. Also wenn wir das hier unterschiedlich sehen, dann denken wir halt so, Pokémon hat hier klar mit ihren Reizen gespielt. Und dementsprechend sind Karten halt schöner oder halt nicht schöner halt. Ne? Also... Was heißt schöner? Anders auffallend, sage ich mal. Ich finde das Artwork von Skylar leider nicht so stark. Das Artwork von Skylar finde ich tatsächlich sehr stark. Aber halt jetzt... Ja doch, das ist schon eine schöne Karte, muss man sagen. Das ist schon eine schöne Karte. Das ist eine schöne Karte. Ich packe sie jetzt Meisterwerk hier rein. Abgesehen von den Reizen, es ist halt einfach objektiv, wenn ich die Karte sehe, eine schöne Karte. Wenn wir die Skylar uns angucken, ich bin ehrlich mit euch. Ich finde die Skylar ist okay, aber es ist jetzt keine S-Tier oder sonst was Skylar. Es ist okay, aber das ist meine Meinung.
Sonja. Sonja finde ich sehr, sehr solide. Gutes Artwork. Sehr, sehr starkes Artwork, würde ich sagen. Skylar ist, by the way, 16. 18 in Black and White 2. Das heißt, hier ist sie 16 und dann irgendwann ist sie 18 oder was willst du mir das erzählen? So Pokémon das gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu absoluten Monstern. Wiebke. Wenn ihr Wiebke sehen könnt, was fällt euch als erstes ein? Diese Frau ist ein Zerstörer. Altaria Drachentanz, die nimmt euch auseinander. Sie nimmt den Hut für euch ab. Ihr Haar schwingt durch die Luft. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch ein klares Goat hier. Also ich finde das Artwork sehr, sehr schön. Amalia ebenso. Finde ich mit einer der stärkeren Meisterwerke. Kommt sogar hier an Spitze, würde ich fast sagen. Amalia, richtig gut. Die neue Amalia aus Drachenwandel, tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber die ist halt auch sehr, sehr cool aus Majestät der Drachen. Die Frau von dem Typen aus dem DLC ist cool. Ist cool. Ist cool. Geht aber besser. Das Geistermädchen ist ein cooles Artwork. Gefällt mir doch schon besser als die, muss ich sagen. Also jetzt vom Artstyle her und allem. Finde ich nice. Auch mit dem Pokéball. Ich bin kein großer Fan von der Wettbewerbsfrau und würde die daher hier so ins Oberste geht besser reinpacken. Ich weiß, viele lieben die Idols, aber ich bin kein großer Fan. Und die ist auch sehr teuer tatsächlich, die Karte. Aber ich bin kein großer Fan davon. Bianca. Ich bin halt auch nicht der größte Bianca-Fan. Die Karte ist mir ein bisschen zu kitschig so. Aber von dem, was die Karte gibt mit den Herzen und mit der Pose, muss ich schon sagen, dass sie hier irgendwo eingeordnet ist bei gutem Artwork. Und Copycat. Let's be real. Copycats Karten sind alle cool. Mir gefallen die sehr mit den ganzen Trainern, die da drauf sind. Ist schon ein Meisterwerk, würde ich an der Stelle sagen. Und halt auch schon höher gerankt als Rosie oder sowas. Ich glaube, das ist eine Tierliste, mit der ich leben kann. Eine sehr, sehr lange Tierliste. Aber ich glaube, das sind auch die Karten, wo viele sagen, hey, Zero, das sind wirklich schöne Artworks. Objektiv und subjektiv bin ich vielleicht jetzt nicht deiner Meinung. Aber das sind, glaube ich, so Meinungen, die man vertreten kann. Diese Karten sind eher nichts aussagend. Ja, falls euch Tierliste gefallen, schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes tieren sollen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wir sehen uns. Kuss, Kuss, ey.